Was sollen eigentlich digitale Bildung und Digitalkompetenz sein? Und was soll damit erreicht werden? In dieser E-Lecture stelle ich Ihnen die beiden zentralen Ziele digitaler Bildung vor. Die Bedeutung von Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Werkzeugen wird heute stark betont. Kinder sollen lernen, wie sie diese digitalen Instrumente einsetzen und wie sie sich sinnvoll in einer digitaler werdenden Welt bewegen können. Neben den traditionellen grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen wird der Umgang mit digitalen Medien in der Diskussion heute teilweise als vierte Kulturtechnik bezeichnet. Das ist aber im Grunde eine nicht ganz zutreffende Vereinfachung, denn die Digitalisierung verändert ja gerade die bestehenden Kulturtechniken. Deshalb sind Digitalkompetenzen eher als Querschnittskompetenzen zu betrachten. Das macht digitale Kompetenzen aber nicht weniger bedeutsam. An einigen Stellen wird sogar von 21st Century Skills gesprochen. Das sind aber letztlich nur Schlagworte. Schauen wir also etwas tiefer hinein und gucken, was damit gemeint ist. Bildung verfolgt im Kontext der Digitalisierung ein doppeltes Ziel. Durch sie sollen Kinder erstens geschützt und zweitens zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigt werden. Eva Reichert-Garschammer vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in Bayern beschreibt diese Doppelfunktion so. Und zwar die Kinderrechte verlangen, dass man wirklich gemeinsam mit Kindern jetzt dieses kreative Bildungspotenzial von Medien erschließt und zwar in einem für sie risikofreien Rahmen. Das ist ein ganz wichtiges Schutzziel, das die Kinderrechte in auferlegen oder auch die Bundesregierung und die Bildungsprozesse zugleich lernunterstützend für Kinder, also bestmöglich gestaltet. Die hier erwähnte Zielsetzung des Schutzes umfasst mehrere Bereiche. So sollen Kinder vor nicht altersangemessenen Inhalten geschützt werden. Wie beispielsweise bei Filmen geht es also darum, Kinder vor gewaltverherrlichenden, pornografischen oder hetzenden Inhalten zu schützen, die ihre Entwicklung negativ beeinträchtigen können. Ziel ist es aber auch, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte von Kindern zu schützen, etwa indem Kinder lernen, mit Passwörtern umzugehen oder Fotos von sich selbst nur unter bestimmten Bedingungen im Internet zu posten. Schließlich geht es auch darum, dass Kinder einen ausgewogenen Umgang mit digitalen Medien erlernen, um nicht in Abhängigkeit von beispielsweise einem bestimmten Computerspiel zu geraten oder sich ausschließlich auf einer bestimmten Plattform im Internet zu bewegen. Stichwort nicht stoffgebundene Süchte. Teilhabe bezieht sich darauf, dass digitale Inhalte für alle Kinder zugänglich sein sollen. In Artikel 17 der UN-Kinderrechtskonvention wird dieses Recht geregelt. Dort heißt es, die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, dass das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Dies soll laut UN-Kinderrechtskonvention vollständig und für alle Kinder ohne Diskriminierung geschehen. Noch aktueller ist der Bezug auf die Rechte des Kindes in einer digitalen Welt, wie sie der Europarat formuliert hat. In der Strategie des Europarates für die Rechte des Kindes werden als Eckpfeiler genannt Zugang zu Informationen, freie Meinungsäußerung und Partizipation. Diese sollen in nicht diskriminierender Weise umgesetzt werden. Es geht also bei Digitalkompetenz einerseits um Schutz und andererseits um Teilhabe. Michael Kerres zufolge geht es um Bildung, die dazu beiträgt, gesellschaftliche Anforderungen in einer von der digitalen Technik geprägten Welt zu bewältigen. Sie lässt sich dabei nicht auf eine Liste von geforderten Wissensbeständen oder Fertigkeiten in der Bedienung digitaler Technik reduzieren, sondern muss grundlegendere Fähigkeiten in der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen vermitteln. Anders ausgedrückt, Digitalkompetenz besteht darin, sich in einer digitaler werdenden Welt sinnvoll und produktiv bewegen zu können. Dazu gehört natürlich auch, die Technik bedienen zu können, aber das ist eben nicht alles.
Wenn digitale Bildung gefördert werden soll, dann steht der angemessene, souveräne und selbstbestimmte Umgang mit digitalen Instrumenten im Mittelpunkt. Zusätzlich zu diesen beiden Kernzielen Schutz und Teilhabe gibt es noch das wichtige Ziel, Benachteiligungen von Kindern zu kompensieren. Benachteiligungen entstehen dann, wenn Kinder oder ihre Familie nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben, um sowohl Teilhabe als auch Schutz zu gewährleisten. Dabei denken wir meistens daran, dass Familien nicht genug Geld haben könnten, um sich Internetzugang oder digitale Geräte zu beschaffen. In Deutschland besitzen heute aber 98% der Haushalte ein Handy, 95% haben einen Internetzugang und 89% einen Personal Computer. Die Barrieren für die Teilhabe aller Kinder können also nicht nur in der Ausstattung liegen. Um weitere Barrieren aufzuspüren, kann uns die Kapitaltheorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu weiterhelfen. Diese Theorie besagt, dass Menschen unterschiedliche Arten von Kapital zur Verfügung haben. Bourdieu unterscheidet unter anderem zwischen ökonomischem Kapital, also Zeit, Besitz, Geld, sozialem Kapital, Beziehungen, Netzwerke und kulturellem Kapital, Bildung und Handlungsfähigkeit. Diese drei Arten von Kapital wirken sich auch auf die Nutzung digitaler Medien aus. Das ökonomische Kapital bestimmt, ob, welche und wie viele Geräte und Internetzugang vorhanden sind und auch wie viel Zeit Eltern investieren können, um mit ihren Kindern digitale Medien gemeinsam zu erkunden. Hier geht es also um den Zugang zu digitalen Medien. Das soziale Kapital hat Einfluss darauf, mit wem Kinder in welchen Situationen digitale Medien nutzen. Das kulturelle Kapital schließlich beeinflusst, welche Medien konkret genutzt werden, ob beispielsweise altersangemessene und womöglich sogar bildungsförderliche Medien genutzt werden. Die Kapitalarten sind unterschiedlich verteilt. Daraus ergeben sich unterschiedliche Erfahrungen, die Kinder in ihren Familien mit Medien machen. Dies führt zu ungleichen Erfahrungen und Nutzungen von digitalen Medien und eben auch dazu, dass Benachteiligungen bestimmter Gruppen sich weiter fortschreiben und verfestigen. Marion Lepold, Expertin für frühe digitale Bildung, sagt dazu: Ich glaube, wir haben einen ganz unterschiedlichen und vielfältigen Zugang von Kindern in den Familien zu digitalen Medien. Also die Bandbreite ist immens von Kindern, die überhaupt gar keinen Zugang zu digitalen Medien haben, bis hin zu Kindern, die, ich sage es jetzt mal sehr überzogen, ruhig gestellt werden, wo Eltern sich vielleicht auch mal eine Pause damit verschaffen, ein Medium in die Hand zu geben und Kinder einfach Spiele spielen, Filme gucken und dabei in einer sehr, sehr passiven Rolle sind. Und ich glaube, das ist das, was die Kita als erster professioneller Bildungsort leisten kann, hier allen Kindern einen sehr gestaltenden, kreativen Zugang zu den digitalen Medien zu ermöglichen. Und zwar für die Bandbreite, für die Kinder, die überhaupt gar noch nicht den Zugang zu dem digitalen Medium hatten, als auch für die Kinder, die zu Hause vielleicht einen sehr konsumierenden Einsatz erleben. Da kann genau diese konträre Erfahrung in der Kita unglaublich bereichernd sein, auch zu erleben, die Kinder lernen am Vorbild. Mhm. Das lernen sie im familiären Kontext, das lernen sie aber auch in der Kita. In der Kita zu sehen, wenn ich wieder auf die Dokumentation komme, die pädagogische Fachkraft nutzt das Gerät und legt es wieder weg. Dieses Weglegen ist nicht für alle Kinder selbstverständlich. Und da kann die Kita schon einen Impuls setzen und Kindern hier einen zusätzlichen und neuen Zugang zu diesem Thema ermöglichen. Bildungseinrichtungen, wie eben auch Kindertageseinrichtungen, können hier ausgleichend wirken. Sie können kompensieren, indem sie eben den Zugang zu den verschiedensten Medien und Medienprodukten ermöglichen, begleiten und unterstützen.